Hello friends! Okay, meine Stimme ist ein bisschen gedamaged. Hello friends! Wir sind in Wien, falls ihr es nicht sehen könnt. Wir sind hier am Stephansplatz. Die Glocken klingeln. Da hinten ist der Stephansdom, I suppose. Und wir machen eine Wiener Foodtour. Wir probieren Wiener Köstlichkeiten, vor allen Dingen die süßen. Es gibt so viele Buchteln, Sachertorte, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Topfenstrudel. Und das probieren wir heute. Let's go! Stopp Nummer 1, den wir besuchen, ist bekannt für Apfelstrudel. Und ich sehe schon das Schild da vorne. Und ich habe immer Apfelstrudel gegessen als Kind. Ich liebe Apfelstrudel, kann man nie was falsch machen. Ich bin gespannt. Apfelstrudel it is. Hi. Ein Apfelstrudel und ein Einspänner gerne. Gibt hier einfach so eine kleine Telefonkabine im Lokal und die kann man einfach wirklich noch benutzen. Also da telefoniert einfach gerade jemand und es geht um Fleisch. Meanwhile ist mein Einspänner und mein Apfelstrudel gekommen. Einspänner. Kaffee mit Sahne. Extremely hot. Und hier ist der Strudel. So ultimativ lecker aus und es hat 40 Grad. Wir probieren jetzt als erstes den Einspänner. Es schmeckt einfach fantastico. Es ist einfach Kaffee und Sahne. Es gibt halt nichts Besseres. Geilo. Als nächstes Apfelstrudel. Der riecht schon extrem lecker. Er riecht so nach Zimt, nach Süß, nach Apfel, nach Rosine. Und er ist so super dick gefüllt. Der kann nur gut schmecken. Und er ist warm natürlich. Ihr seht gar nichts, ne? Okay, fantastisch. Also der ist warm. Der schmeckt mega nach Zimt und der hat so eine relativ feste Füllung, die aber sehr saftig ist. Ich liebe Zimt und ich liebe Apfel. It's a dream. Der Teig hat auch so gefühlt 1000 Schichten, ne, wenn ihr euch den anguckt, hier so aufgefächert. Mm. Neben süßen Spezialitäten versuchen wir heute auch relativ viele Kaffeespezialitäten zu probieren. Den Einspänner haben wir damit schon abgehakt. Das ist der schwarze Kaffee mit einer Sahnehaube oben drauf. Finde ich gut. Mein Rating ist 8 von 10, I would say. 8,5 von 10. Ein bisschen im Kaffeemodus. Bisschen. Wir essen jetzt Kaiserschmarrn als Number 2 von unserem süßen Spezialitäten-Trip. Ganz viele von euch haben den Ort empfohlen, zu dem ich mich jetzt schleppe durch die 40 Grad Hitze. Wir sehen uns vor Ort. Kaffeedemel ist Riesenschlange. Vielleicht müssen wir doch woanders Kaiserschmarrn essen gehen. Oder ich stelle mich mal in die Schlange und wir gucken mal kurz, wie lange das ungefähr dauert. Schlange ist nicht so lang, wir stellen uns an. Genau, ja. Wow. Wie schön kann ein Ort bitte sein? Kaffeedeme so, ja. Genau, ich wurde nach oben geschickt. Ja, wenn Sie einfach so gehen, setzen Sie sich hier, was Sie wollen. Ja, perfekt, danke dir. Das ist mein Platz, so schön. Also ich wollte auf jeden Fall den Kaiserschmarrn nehmen. Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Das ist so Zwetschgenkompott-mäßiges Zeugs. Kostet 10,90 Euro. Nehmen wir. Oder es gibt so Schnapscafés. Vierker mit Kirschschnaps und Schlagobers. Ich glaube, verlängert halt ist. Da steht ein Schild mit bitte nicht rauchen. Ausnahmsweise, okay. Alle reden hier in ganz gedämpfter Lautstärke, deswegen rede ich auch in gedämpfter Lautstärke. Ich habe hier einen verlängerten bestellt. Das ist einfach ein mit Wasser verlängerter schwarzer Kaffee. Und ich habe den gerade schon probiert. Schmeckt wie so ein Americano, was ich nicht unbedingt so gerne mag. Heiß,
aber heute ist Kaffee-Test-Tag. Also probieren wir auch Dinge, die wir nicht mögen. Aber es geht, er ist nicht bitter, er schmeckt eigentlich ganz gut. Das ist ein Beginner-schwarzer Kaffee. Dann haben wir den Star dieses Nachmittages, nämlich den Kaiserschmarrn. Der wird unten gemacht in der Station, wo wir gesehen haben. Und dazu gibt es so einen Zwetschgenröster, also so Zwetschgen mit Zucker. Und der Kaiserschmarrn sieht sehr karamellisiert aus. Es sind auf jeden Fall Rosinen drin, was ich gerne mag. Und I cannot wait. Die Portion ist nicht zu groß, schaffe ich. Und das sieht mega lecker aus. Ein riesiger Brocken. Ultra fluffig und sehr, sehr saftig, was ich super lecker finde. Und er hat eine sehr karamellige Kruste. Das sieht man auch hier zum Beispiel an dem Stück total gut. Und er schmeckt einfach extrem geil nach Butter. Also es schmeckt einfach so, beißt du so rein. Aber es ist fluffig und lecker. Er schmeckt süß, er schmeckt nach Rosinen und er schmeckt nach Butter. So richtig schön, nach richtig geiler Butter. Mein Rating, ich habe den Apfelschwul gar nicht bewertet, ne? Apfelschwul 10 von 10. Kaiserschmarrn 10 von 10. Verlängerter 5 von 10. Next Stop ist die wahrscheinlich berühmteste Torte Wiens. Und dafür gehen wir ins gleichnamige Café. Ich habe diese Torte schon ewig nicht mehr gegessen. Ich liebe sie aber. Sie ist immer köstlich, sie ist sehr wuchtig. Sie steckt voller Schokolade. Sie ist the best. Wir nur schauen, wo wir lang müssen. Es ist Schlange. Aber wir wollen unbedingt eine Sachertorte vom Café Sache. Also hilft nichts außer anstellen jetzt, Leute. Anstehen bei 40 Grad. Fast da. Tortentechnisch ist ja klar, dass wir eine Sachertorte nehmen. Und bezüglich Kaffeetest nehmen wir jetzt eine Sachermelange. Espresso mit aufgeschäumter Milch und Schlagobers. Ich habe schon so eine kleine Zitterhand, weil ich so viel Koffein getrunken habe, aber das stoppt uns nicht. Es muss mehr probiert werden. Wir standen eine halbe Stunde an übrigens. Es ging eigentlich noch. In der Hitze war es halt ein bisschen unangenehm, aber sie haben dann auch Wasser rausgebracht, haben sich ganz lieb gekümmert. 30 Minuten Schlange stehen für eine Sechertorte. Kein Problem. Ich probiere jetzt als erstes mal die Melange. Sahne halber ist hier schon reingeschmolzen. Ist vielleicht so ähnlich wie der Einspänner, aber was habe ich gesagt? Milch ist noch drin. Yummy. Sahne in Kaffee geht einfach immer. Das ist auch egal, was da sonst noch drin ist. Und jetzt probieren wir die Sachertorte. Ich habe gerade nochmal nachgelesen in der Geschichte der Torte, dass sie von einem 16-Jährigen erfunden wurde und dass es eine Trilogie ist aus Schokolade, Aprikosenmarmelade und Sahne. Klingt genial, oder? Taste Test. Schmeckt auf jeden Fall mehr nach Marmelade, als ich gedacht hätte. Relativ süß. Mir vielleicht ein bisschen zu süß. Hat so einen super dicken Schokoladendeckel oben drauf. Das finde ich schon geil. Und jetzt probieren wir es nochmal mit Schlagobers. Ist mir ein bisschen zu süß, Freunde. I'm sorry für alle ÖsterreicherInnen unter euch. Ich gebe der Sachertorte eine solide 7 von 10 und der Melange eine solide 8,5. Okay, Sacher kriegt 7,5 von 10. Wir fragen immer nach dem Famous Chocolate Cake, ob es auch wirklich der ist, der auf der Karte ist. Alle wollen natürlich Sachertorte essen. Of course. Auf dem Weg zu Spot Nummer 4. Jetzt essen wir endlich mal was, was bei diesen Temperaturen auch angebracht ist, nämlich Eis. Wir sind vor unserer letzten und vierten Station, dem Eissalon Tichy. Den gibt es seit Ewigkeiten, habe ich gelesen. Hier steht jetzt keine Jahreszahl, aber wie alle Etablissements, die wir heute besucht haben, ist es auf jeden Fall ein Traditionsunternehmen. Und hier gibt es Eis
Die Schlange da drüben spricht, glaube ich, für sich. Die Leute stehen an und wollen alle Eis haben. Aber es gibt auch so Eismarillenknödel anscheinend. Und die würde ich gerne probieren. Und dafür müssen wir, glaube ich, hier drüben in den Eissalon gehen. Let's go. Das ist der gute Kurt Tichy, Unternehmensgründer. Das sind diese Bälle, die ich meinte. Eismarillenknödel. Ich matche mit meiner Hose einfach das Witzvollste. Also ich hätte ja gern so einen Eisknödel, aber das gibt es anscheinend nur im Dreierpack, so einen Marille-Eisknödel. Dann gibt es noch so Eisbussel. Da weiß ich aber nicht genau, was das ist. Das heißt, ich werde gleich mal fragen müssen, was ist. Ich verstehe leider die Karte nicht so richtig. Bisschen unangenehm, aber ich liebe den Vibe hier. Das Café ist so schön und es ist alles lila. Es ist wirklich. Und dann gibt es hier so in den Fenstern so Glaseinsätze mit Eisbechern. Also das ist wirklich. Es ist einfach perfekt. Als Café nehmen wir noch einen kleinen braunen. Dann haben wir die Koffeindosis für 2 Wochen auch erreicht. Haben Sie schon mal so einen Eisknödel gegessen? Noch nie? Ein Joghurtbecher. Okay. Das stimmt, ja. Ich würde gerne so einen Eisknödel probieren. Ja. Ich glaube, einer würde mir reichen. Welchen würden Sie denn empfehlen? La Marine ist unsere. Der Klassiker. Na, dann nehme ich den. Und einen kleinen braunen gerne noch dazu. Ja. Danke. Hier liegen einfach auch so Eiswaffeln, denn ich glaube, die darf man einfach essen, wenn man die jetzt haben wollen würde. Hier ist so ein. Kohlhippen, whatever that may be. Das ist der kleine braune. Er sieht mega lecker aus. Wir probieren als erstes den Kaffee. Hier ist sogar noch extra Milch. Den machen wir mal noch rein. Oder vielleicht ist es auch Sahne, aber why not? Und jetzt probieren wir den Marillenknödel. Erst aus Eis, ne? Und mit Eis. Und er riecht extrem lecker nach Haselnuss. Boah, und ich glaube, das wird wahrscheinlich mein Lieblingsding sein, was wir heute gegessen haben. Let's see. Dieser Knödel ist irgendwie der geilste Knödel, den ich in meinem ganzen Leben hier gegessen habe. 11 von 10. Ich muss die anderen nach unten korrigieren. Also, let's say für die anderen, die jetzt eine 10 von 10 bekommen haben, sie waren an der 9 von 10. Weil das hier ist einfach anders krass. Das ist so in Haselnüssen gewälzt. Dann ist es mega cremiges Eis. Ich glaube, es ist ein bisschen Alkohol drin. Rum vielleicht. So eine kleine Marillenfüllung. So krass lecker. Es ist wirklich. Es ist ja nicht von dieser Welt. Wir haben diesen Schlemmertag erfolgreich hinter uns gebracht. Der Marillenknödel war auf jeden Fall mein Highlight Number One. Ich liste euch nochmal das Rating auf. Und genau damit bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Lust habt, noch eins zu gucken, dann schaut am besten das hier. Da gibt es eine Foodtour und einen Foodvlog in Bratislava. Und der ist mega cool. So. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Das hilft mit der Sichtbarkeit und belohnt die Arbeit, die man sich macht mit diesen langen Videos. Baba!